finde, dass dieses Urteil in seiner Gesamtheit weder dem Angeklagten noch den Umständen des Falles gerecht wird. Heißt, ich werde sicher Revision einlegen. Die Frage, ob das Revisionsverfahren dann durchgeführt wird, die wird erst entschieden werden können, gemeinsam mit dem Kollegen Professor Kant, wenn die schriftlichen Urteilsgründe in ca. 6 bis 8 Wochen vorliegen. Okay. Die Vision, die der Richter beschrieben hat von ihrem Mandanten, der an sich gute Ziele hatte, können Sie das nachvollziehen, dass er sagt, wir müssen dann falsch abgebogen? Es ist sicher richtig vom Grundsatz her, dass er irgendwo falsch abgebogen ist, nur mit dem Unterschied zu dem, was die Kammer meint, nicht sehenden Auges. Okay, Sie gehen davon aus, dass es nicht etwas so gewesen ist. Dass es nicht vorsätzlich gemacht wurde. Natürlich weiß jemand, was er tut. Nur oft weiß man nicht die Konsequenzen, was man damit tut. Und deswegen glaube ich schon sicher falsch abgebogen, aber nicht vorsätzlich, um sich damit strafbar zu machen. Ja, danke schön. Vielen Dank.